Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ultima 8 Pagan. Ich muss mich als erstes mal entschuldigen für die komischen Soundprobleme, die ich in den letzten zwei Folgen hatte. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich habe mich angehört wie ein Roboter und keine Ahnung, was da los war. Ganz komisch. Und ich hoffe jetzt, die nächsten Folgen werden ohne Soundprobleme hochgeladen. Und ja. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Wir haben das erste Dungeon ja hinter uns gebracht, sind gerade aus der Höhle rausgekommen und sind auf dem Weg zum Plateau. Und da kommt auch schon Thorax an. Hier die roten Pilze sind Feuerpilze. Hilfe, ich glaube, der will mich angreifen. Jedenfalls, wenn ich da drauf laufe, explodieren die. Das ist echt krass. Also die kann ich leider nicht essen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen um, was hier so los ist. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich gucke gerade mal ins Inventar rein. Ich wollte ja mein Inventar so ein bisschen aufräumen. Das ist echt ziemlich unaufgeräumt. Wir legen mal die ganzen Schriftrollen hier rein, weil die brauchen wir eh immer nicht so oft. Ja, und ich mache gerade ein Let's Play, weil draußen echt scheiß Wetter ist und man gar nichts draußen machen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal schnell ein Let's Play auf. Und, ja. Gut, das haben wir. Das, die stellen wir mal ab. Die brauchen wir nicht mehr. Jetzt läuft der Thorax auch noch in die Feuerdinger rein. Ich glaube, der will mich echt platt machen. Gucken wir mal weiter, was hier so los ist. Wir sind ja auf dem Weg zum Plateau. Und ich glaube, wir sind sogar schon angekommen. Das müsste das Plateau eigentlich sein. Ah. Wow. Ey, cool, das wusste ich gar nicht mehr, dass das gibt. Gas! Ja, hier ist noch ein Heiltrank, ne, zwei Heiltränke. Ja, ich habe mittlerweile auch gelernt, dass der rote Heiltrank die komplette Energie auffüllt und der gelbe nur so ein bisschen. So, mitgenommen. Das Teil mit Pfeilen gespickt. Ah, ich glaube, das ist jetzt das Plateau, wo dieser Magier drinne abhängt, der mir weiterhelfen soll. Bei meiner Reise schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Das sieht so aus, als wenn das Haus in den Sternen wäre. Oder im Weltraum. Ja, ich glaube, der ist oben. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht mir auch aus wie ein Magier. Mann. Seid gegrüßt. Wie heißt ihr? Ich bin Mythran und wie nennt man euch? Ich heiße Avatar. Seid gegrüßt, Avatar. Womit kann ich euch helfen? Ich will Schriftrollen erwerben. Ich habe viele Fragen. Ja, wir haben natürlich viele Fragen, weil wir von der Insel weg wollen und ich glaube, der kann uns ganz gut weiterhelfen. Das freut mich. Es ist wichtig, Fragen zu stellen. Auf diese Weise lernt man immer noch etwas Neues dazu. Und einen Besucher. Der meinetwegen sogar den Ghouls getrotzt hat, kann ich natürlich erst recht nichts abschlagen. Was wollt ihr denn fragen? Wie kann ich Pagan verlassen? Ja, das ist wohl der Hauptgrund. Eine solche Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Avatar, wollt ihr diese Welt wirklich verlassen? Oder versucht ihr etwa nur die Grenzen meines Wissens auf die Probe zu stellen? Es wäre ziemlich umständlich, eine Antwort auf eure Frage zu finden. Und ich beabsichtige nicht, meine Zeit unnötig zu vergeuden. Na, der alte Mann hat wohl, glaube ich, mehr Zeit als wir. Ich will Pagan wirklich verlassen. Ich wollte euer Wissen nur auf die Probe stellen. Ja, ich will Pagan wirklich verlassen. Da habt ihr euch aber wirklich einiges vorgenommen. Ich habe mir selbst schon oft überlegt, wie ich
wie man Wege in eine andere Welt finden könnte. Ich habe dieses Rätsel aber bislang noch nicht lösen können. Ich bin jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die Macht der Titanen uns daran hindert, den Zugang zu anderen Welten zu finden. Selbst mit meiner umfassenden Kenntnis der Magie ist es mir nicht möglich, eine solche Reise zu unternehmen. Deshalb ist anzunehmen, dass man zuerst die Macht aller vier Titanen an sich reißen muss, um Pagan verlassen zu können. Dazu solltet ihr wahrscheinlich zuerst eine der Schulen der Magie erlernen. Habt ihr bereits mit den Nekromanten gesprochen? Nein, natürlich noch nicht. Ich rate euch, mit ihnen zu beginnen. Sprecht mit Vividos und seht, ob ihr sein Lehrling werden könnt, nachdem ihr Lothian ihre Macht an ihn übergeben hat. Zeremonien, die sich mit dem Tod und mit verwesenen Leichen befassen, mögen euch zwar nicht gerade geschmackvoll erscheinen, ihr müsst jedoch euch daran gewöhnen, wenn ihr euer Ziel erreichen wollt. Wo kann ich die Nekromanten finden? Ihr könnt ihnen auf dem Friedhof begegnen. Dazu müsst ihr in der Straße aus der Stadt folgen, die gen Osten führt. Nehmt euch sehr in Acht, denn es irren dort außer den Nekromanten viele Untote herum. Ja, lebt wohl, der hat wohl nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch viel Glück, Fremder. Wenn ihr noch etwas in meinem Haus finden solltet, das ihr auf eurer Reise von Nutzen sein könnte, dann dürft ihr es gerne mitnehmen. Bevor ihr geht, möchte ich noch zwei Gegenstände mit euch den Weg gehen. Ich glaube, dass euch auf eurer Reise sehr behilflich sein werden. Wenn ihr je in Schwierigkeiten sein solltet, könnt ihr mit diesem Gegenstand zu meiner Eingangstür zurück teleportieren. Ihr könnt euch außerdem an andere Orte in der Welt teleportieren, wenn ihr euch im betreffenden Ort im Geiste vorstellen könnt. Es ist jedoch möglich, dass andere, stärkere magische Kräfte den Teleportierer in seiner Funktion beeinträchtigen könnte. Außerdem möchte ich euch diesen Heilungstrank schenken. Er kann euch bei einer Verwundung mit seinen magischen Kräften heilen. Ich werde versuchen, euch bei eurem nächsten Besuch noch eine Flasche mitzugeben. Die Herstellung dieses Tranks ist jedoch sehr aufwendig und erfordert viel Zeit und Energie. Ich bezweifle also, dass ich euch bei jedem Besuch eine weitere Portion geben kann. Ausgezeichnet, geht vorsichtig damit um. Bitte sehr. Lebt wohl und viel Glück. Ja, super. Der hat uns jetzt diesen Teleportierstein gegeben. Und zwar kann man auf der Welt in Pagan immer so komische graue Platten finden. Und genau damit, diesem Teleportierstein, kann man sich dahin teleportieren. Das ist sehr cool eigentlich. Was hat er uns denn gegeben? Ich glaube, einen roten Heiltrank. Na gut, Heiltränke können wir immer gebrauchen. Diese leere Flasche stellen wir mal hier ab. Zack. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal schnell, ob wir in dem Haus noch was finden, was wir gebrauchen können. Weil der hat ja gesagt, wir können alles mitnehmen. Hier, nehmen wir alles mit. Buch. Taumaturgische Reagenzien. Okay. Was hat hier noch so rumliegen? Die Geschichte der Nekromanten, Band 1. Mysto lässt grüßen, Avatar. Ja, hier haben wir jetzt so ein Teleportationsfeld, würde ich mal sagen. Mit dem roten Stein, den ich eben bekommen habe, kann ich mich hier hin teleportieren. Jetzt habe ich natürlich blöderweise im Schloss, oben auf dem Schloss drauf, da ist auch noch so ein Ding. Und da hätte ich mich jetzt ganz einfach zurück teleportieren können. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob das vielleicht trotzdem da eingezeichnet ist. Der Reiseziel, das Plateau nirgendwo. Ah, verdammt, das gibt's doch gar nicht. Wo geht's denn hier hin? Muss mal gerade speichern. Qualvolle Schreie bereiten mir ein ausgesprochenes Vergnügen. Kann man denn hier nicht drüber laufen? Ja gut, vielleicht kommen wir da später nochmal hin, ich weiß es gar nicht mehr so genau. ja, ich würde sagen, wir machen uns wieder auf den Weg zurück. Oh, das ist natürlich jetzt äußerst blöd, dass ich den Schalter nicht aktiviert habe. Gucken wir mal, was der noch so da hat.
Ach ja, was ist das denn? Corgins Dolch. Ich glaube, der ist ein bisschen besser. Das ist ein magischer Dolch. Und Kohle. Also Moneten, Zaster, Asche, Knete, was auch immer. 137 geht eigentlich. Ja, hier liegt noch ein bisschen Geld rum, aber das ist glaube ich nicht so viel. 12. Was ist das denn? Ein magischer Würfel. Ein Abakus. Ey, geil, der rechnet mir aus, wie viel Geld ich dabei habe. Was ist das? Ein Standbild. Ein Todesdiskus. Na gut, geh mal wieder hier raus. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Ich habe im anderen Let's Play gesehen, dass die sich am Anfang da voll ausgerüstet haben. Mit den übelsten Waffen und so, die es direkt schon aus der Stadt zu holen gibt. Die hole ich mir später auch nochmal irgendwann, weil ich bin echt ganz schön schwach mit meinen paar Sachen. Wer bist du denn? Ich glaube, den mache ich gerade. Boah, zwei. Okay, vielleicht schaffe ich die dann doch nicht. Hilfe! Ja, ich würde sagen, wir machen uns gerade mal direkt... Ach, ist da oben eine Höhle? Nee. Wir machen uns mal schnell auf den Weg zurück. Dann aktivieren wir den Schalter in der... Oh, nein. In dem Schloss. Weil dann können wir uns auch hier wieder hin und her teleportieren. Weil... den ganzen Weg nochmal laufen? Nee, das geht ja gar nicht. Wozu hat er uns denn den tollen Stein geschenkt? Ich trinke gerade mal einen Heiltrank und dann machen wir so einen scheiß Zombie alle. Also so geil das Spiel ja auch ist, ne? Aber die Steuerung ist teilweise echt krass. Ah, komm her. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das Corins Dolch so reißt. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Bin ich denn so eine Pfeife? Denn wenn man hier nämlich so ein Geräusch hört, das werden wir gleich hören, weil wir aufgestiegen sind. Dann steigen wir irgendwie in Kraft oder Geschicklichkeit oder so auf. Und dann werden wir auch endlich mal ein bisschen stärker, weil